Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Steelbook Unboxing, diesmal von Tanz der Teufel 2. Jawohl. Ich habe ja erst letztens aus dem Monat September, ja, erst beim Steffos Filmmonat, erst Tanz der Teufel 1 gesehen, also Evil Dead. Und ja, da wisst ihr ja schon meine Meinung zu dem Film. Jetzt bin ich gespannt auf Evil Dead 2. Soll ja auf jeden Fall besser sein als der erste Teil. Und ich muss schon sagen, das Steelbook sieht auf jeden Fall schon mal geiler aus als im ersten Teil. Als vom ersten Teil. Hier haben wir einen halben Pappschuber. Wow. Schauen wir uns das mal JFK gerade an. Und was ist. Dann haben wir hier oben den Inhalt, um was es in diesem Film geht. Dann 4 Stunden Bonusmaterialien haben wir hier drauf. Könnt ihr euch ja mal gerne durchlesen. Dann haben wir ein Tonformat in DTS HDMA. Und die Laufzeit ist 84 Minuten. Also auch nicht länger als der erste Teil. Der erste Teil ging auch sowas wie 18 Minuten. Wow. Also ich muss schon sagen, das Steelbook sieht ja mal richtig geil aus. Ein richtig geiles Artwork. Ist es Hochglanz? Ich würde mal sagen, es ist Hochglanz. Ein Hochglanz gemacht, der Ash auf jeden Fall. Wow. Es sieht echt geil aus. Nicht schlecht. Finde es cool. So, dann hätten wir hier am Bein den Schriftzug Evil Dead 2, Studiokanal. Und ja. Boah. Wow. Auch das Back-Artwork sieht richtig cool aus. Ein Zombie-Wesen auf jeden Fall. Die Augen sind glänzend gehalten. Ansonsten matt alles. Aber wow. Also auf jeden Fall richtig geiles Steelbook. So schaut es im ganzen Format aus. Also muss ich echt sagen, sieht echt geil aus. So. Dann hätten wir hier die, ja, ich würde sagen, den Film. Und hier dann die Bonus-Disc, oder? Ne, wartet mal. Ach ne, das waren die Extras. Ja, wer lesen kann, ist klar, Vorteil, Steffo. So, und dann haben wir noch einen farbigen Innendruck. Boah, mit einem Hirsch, der als Zombie rumwandelt und hier rechts auch nochmal ein Zombie. Wow, also sieht echt geil aus. Also, Respekt. Mal echt ein geiles Steelbook. Und das war auch nicht teuer. Ich glaube, ich habe nur 20 Euro dafür bezahlt. Also das ist mal eines meiner coolsten Steelbooks, die ich habe. Freut mich. Freut mich, sowas in meiner Sammlung jetzt zu haben. Und ja, bin jetzt auch gespannt. Ich glaube, Tanz der Teufel 2 habe ich auch noch nie gesehen. Ich weiß es nicht. Also Tanz der Teufel 1 kannte ich auf jeden Fall nicht. Und ja, ich bin gespannt, wie dieser Film wird. Ja, gut. Ja, das war's jetzt von diesem Steelbook Unboxing. Wenn das Video euch gefallen hat, macht einen Daumen nach oben und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin sage ich, bleibt dran. Bis dann, euer Steffo. Ciao, ciao.